Quizfrage. Was kommt bei der Dani, bei mir und beim Gernot Kulis immer nach dem Sex? Die 7. Hallo, hier ist der Robert Kratky. Und hier ist Daniela Zeller. Hallo, hier ist der Freddy Quirlmann aus Deutschland. Und wer? Ich treffe mal den Callboy. Wie Sie wissen, waren Hicke und die starken Männer von Flanke bei dieser WM ja nicht dabei. Aber Gernot Kulis schon. Wie geil! Gernot Kulis ist der Ö3 Callboy. Bei der Fußball-WM in Deutschland. Der Soccerfreund Quirlmann, guten Morgen. Ja, hallo, servus, du bist Karel Pavel, grüße Gott. Grüß Gott. Hallo, bin ich da in Soccer Point? Ja. Ja, servus, du, ich bin von RWE, von Stromversorgung. Hast du Probleme mit deiner Stromversorgung? Müssen wir reparieren kommen? Aha. Müssen wir arbeiten? Ja, wo ist jetzt das Problem? Ja, Moment, wir kommen heute Abend 18 Uhr, dauert etwa 4 Stunden. Ja, aber ich hab Strom am Abend. Na, heute Abend kein Strom. Nee, das geht aber nicht, ich spiel Deutschland. Achso, ja, ich bin nur Mechanik aus Polen. Wir beginnen heute Abend um 18 Uhr. Um 18 Uhr wird mir kein Strom abgestellt. Ich habe die Hütte voll, Deutschlandspiel, wir freuen uns alle auf das Spiel. Ja, wir arbeiten schnell. Ja, 3-4 Stunden, da ist das Spiel fast rum. Es geht nicht, dann müssen wir es Donnerstag machen, auf dem Feiertag. Aber das ist leider schon fix eingeteilt. So. Es geht nicht. Ich lebe davon, dass Leute zu mir kommen und Fußball gucken. Da kann ich doch nicht meinen Gästen sagen, fahrt nach Hause und guckt euch das Fußballspiel da an. Wo leben sie? Auftrag ist Auftrag. Ja, mach ja sein. Aber Fakt ist doch, ich werde im Soccerpoint näher keinen Strom haben. Ist das korrekt? Richtig. Ja, und das geht nicht. Heute wird kein Strom abgezwackt. Was ist heute Abend? WM. Fußball-Weltmeisterschaft. Ich meine, wenn du Pole bist, für euch geht's nicht mehr um viel, aber für uns geht's um einiges. Wer spielt heute? Polen-Deutschland? Polen-Deutschland, genau. Ja, Polen gewinnt, was ist Deutschland? Ja. Wir sind WM. Ja, nicht mehr lange, noch diese Woche. Schau, Pole dreht dir heute Strom ab, 1-0 Polen, verstehst du? Das geht nicht, ich brauch den Strom verdammt nochmal. Leider, ich muss reparieren. Verdammt nochmal, ich brauch doch Strom. Hallo, bitte nicht schimpfen, verdammt nochmal. Ja, Übrigens, große Stromreparatur ist dann ab Montag und dauert 3 Wochen. Immer am Abend. Und dann habe ich 3 Wochen keinen Strom, ne? Ja, aber da ist Deutschland sowieso nicht mehr dabei. Genau. Der Ö3 Callboy. Grüße Gott, Gernot Kulis, Hitradio Ö3 aus Österreich. Das gibt's doch überhaupt nicht. Jawohl. Ich werd wahnsinnig, wie kommt ihr denn dazu? Ja, Deutschland, Österreich 0-1, okay? Wie geil. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an. Sie müssen sich vorstellen, ein deutscher Fußballfan gewinnt Tickets für das Halbfinale Deutschland gegen Italien in Dortmund. Aber leider wurde sein Ticket von der FIFA doppelt vergeben. Na gut, aber da das Motto zu Gast bei Freunden lautet, freut sich halt nun ein österreichischer Fan auf dieses Ticket. Der Ö3 Callboy. Bei der Fußball-WM in Deutschland. Hallo? Ja, hallo, Herr Schmidt. Ja, guten Tag. Ja, grüß Gott, hier spricht das FIFA-WM-Büro in Berlin. Grüß Gott. Aha, ja. Guten Tag. Herr Schmidt, Sie haben ja Tickets für das Spiel Deutschland gegen Italien. Deutschland-Italien, Halbfinale, genau. Es ist so, wir haben da ein kleines Problem. Wie Problem? Ja, aufgrund eines Computerfehlers haben wir jetzt da einige Tickets doppelt an den Mann gebracht, unter anderem auch Ihres. Aha, und jetzt? Jetzt ist so, ein Ticket für Ihren Platz hat jetzt auch ein österreichischer Fan. Und nachdem das Motto zu Gast bei Freunden lautet, haben wir das Ticket dem Österreicher überlassen. Das müssen Sie verstehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das verstehen muss. Ich habe das Ticket und ich werde da zu dem Spiel hingehen und das interessiert mich eigentlich weniger. Tut mir leid, es geht wirklich nicht. Was ist mit meinem Geld? Ich habe dir das Ticket gekauft. Ja, Sie haben das Ticket gekauft und jetzt müssen Sie es auch bezahlen. Wie, ich bekomme, wollen Sie mich jetzt hier komplett verarschen? Nein, ist leider Gottes eine Tatsache. Eine Tatsache? Eine Tatsache ist, dass ich zum Spiel gehe. Sie kommen nur leider nicht rein, Herr Schmidt. Aber dafür ein Österreicher. Es ist so, wir haben für Sie auch einen Platz an der Fanmeile reserviert. An der Fanmeile? Ich scheiß auf Ihre Fanmeile. Ich will ins Stadion. Dort bekommen Sie von uns auch einen Getränkebonus. Ein Getränkebonus? Ein Getränkebonus? Was soll ich mit deinem Getränk denn machen? Ich will das Spiel sehen. Um jeden Preis, es ist mir scheißegal, ob Ihre Computer kaputt sind oder nicht, ob Sie was taugen oder nicht. Scheißegal.
wie sieht's nun mal aus mit der Fanmeile? Die Fanmeile? Sie reden die ganze Zeit von der Fanmeile. Ich verstehe das nicht. Ich bekomme hier gerade einen Herzinfarkt und Sie sagen mir die ganze Zeit Fanmeile hier, Fanmeile da. Es ist mir egal. Ich werde doch wahnsinnig. Ja, wissen Sie, wer dieser Österreicher ist, der da ein Ticket hat? Nein. Der Ö3 Callboy. Hitradio Ö3, grüß Gott. Scheiße, ist mir richtig reingeflogen. Das gibt's nicht. Unglaublich. Warum macht ihr sowas? Carsten. Ich hab beinahe einen Herzinfarkt. Carsten, ich wünsch dir viel Spaß beim Spiel gegen Italien. Ja, im Halbfinale. Rufen Sie ihn nicht an. Er ruft Sie an. Ach, ich hab Hunger, das kannst du dir nicht vorstellen. So ähnlich Hunger wie damals diese Fangruppe, die beim Pizzakurier in Nürnberg 20 Pizzen bestellt hat. Ich meine, das ist jetzt eigentlich nichts Außergewöhnliches, würde man denken. Richtig, die Fangruppe sitzt allerdings gerade beim Live-Spiel im Stadion. Der Ö3 Callboy. Bei der Fußball-WM in Deutschland. Pizzakurier, guten Tag. Ja, servus, bin ich dabei, Pizzakurier? Ja. Ja, grüß Gott, das ist so, meine Freunde und ich, wir schauen gerade Fußball, Japan gegen Kroatien. Wir sind aus Österreich und würden gern Pizza bestellen. Einen Moment bitte. Sie sagen, in 45 Minuten ist jede Pizza da, oder? Ja. Sehr gut, also, 8-mal Cardinale, 2-mal Diabolo, 3-mal Frutti di Mare, 7-mal Margarita, 2-mal Salami und 2-mal Tonno. Wenn es die beeilst, können wir es in der Pause essen. Ja, aber wo sind Sie überhaupt? Wir schauen gerade Fußball, Japan gegen Kroatien. Wo? Ah, die Adresse von da ist Max Morlock Platz 1. Wo? Max Morlock Platz 1, Nordtribüne, zweiter Rang, Reihe 13, Sitz 10. Wir sind hungrig. Wo schauen Sie Fußball? In Frankenstadion? Ja, warte, 11 Meter. Das geht ja nicht. Lauf da und Kulten! Vergib den 11 Meter bitte, du. Also ist unmöglich. Das ist ein Wahnsinn, habt ihr das gesehen? 24 Pizzen bitte, gell? Ja, aber dahin liefern wir nicht, weil keiner lässt uns rein. Ja, das geht schon. Sagen Sie, Sie sind vom Pizzakurier, Dino. Da geht das schon. Nein, das geht nicht. Erkennen, tust uns leicht. 24 Österreicher und 1000 Japaner. Ja, und was? Trotzdem? Wir können nicht dahin fahren. Tarnen Sie sich als Spieler. Das hat man schon ein paar Mal probiert. 2 Spiele waren schon. Also ist unmöglich. Ja, dann kauft er schnell noch eine Eintrittskarte am Schwarzmarkt. Was? Nein, das geht ja nicht. Da gibt's keine Eintrittskarte. Sicher, leg um mir 8 Pizzen, dann kriegst du eine Karten. Mit Auto geht das nicht, verstehen Sie mich? Dann pack woanders und nimm die Schachtel mit. Ja, mit 24 Pizzen. So viel laufen, ich kann so Fahrer nicht lassen, weil die Pizza wird kalt. Ja, das mögen wir nicht. Danke. Der Ö3 Callboy. Hitradio Ö3 spricht hier aus Österreich. Grüß Gott. Es ist egal. Na, Radio spricht hier. Ja, aber trotzdem. Also wir machen das nicht. Trotzdem nicht, okay. Ja, weil da keiner lässt uns rein. Ja, ja. Rufen Sie ihn nicht an. Er ruft Sie an. Dani, wenn du dich gemeinsam mit vielen Freunden ein Match anschauen möchtest, wo gehst du dann hin? Ins Stadion. Okay, wenn du keine Karten fürs Stadion hast, wo gehst du dann hin? Dann schau es mal auf der Fanmeile an. Wenn das nicht geht. zu Hause vom Fernseher. Und wenn ein Fernseher für deine vielen Freunde nicht reicht? Dann geh irgendwo hin, wo es viele Fernseher gibt. Aha. Der Ö3 Callboy. Bei der Fußball-WM in Deutschland. Der Mediamarkt in Dresden-Prohl ist bitterlich. Guten Tag. Jo, grüße Gott, Karl Sedlacek. Bin ich da beim Mediamarkt in Dresden? Ja. Wunderbar, ich betreue nämlich eine japanische Reisegruppe und die würden sich gerne das Spiel heute um 15 Uhr Japan gegen Australien anschauen. Die wollen ihn bei uns im Markt anschauen. Richtig, in der Fernsehabteilung. Die Gruppe, bestehend aus 150 Japanern, kommt um 14.30 Uhr. Das ist bestimmt nicht möglich. Na, Sie haben ja Fernseher dort. Ja, aber wenn die Leute dann da hinten sitzen, wenn dann jetzt Leute kommen, die was kaufen wollen, die haben ja dann gar keinen Platz mehr. Im japanischen Haushalten ist das so, dass vor einem Fernseher bis zu 10 Japaner Platz nehmen. Jetzt weiß ich nicht, wie viele haben Sie denn? Wir haben schon ein paar Fernseher.
Also, aber die TV, so groß ist die ja dann auch gar nicht, dass die 150 Mann da hinten Platz haben. Die sind ja relativ klein. Ja, jetzt. Aber die, da müssen ja auch Sitzplätze, die müssen ja dann stehen, das geht ja gar nicht. Ja, das muss irgendwie funktionieren, weil wir haben auch schon Sushi bestellt für 14.30 Uhr. Also Sie können dann hier bei uns Sushi essen? Ja, wir haben bei einem Zustelldienst. Sie können nicht mit 150 Mann in unsere TV-Abteilung kommen und dann bis 14.30 Uhr Sushi bestellen. Das geht nicht, da ist ja die TV-Abteilung voll, das geht nicht. Das klappt schon, wegen der Aftershow-Party anschließend, ja? Ja, Sie können doch nicht in einem Markt Essen bestellen, dann hinterher noch vielleicht bei Go-Go Girls, das geht doch nicht. Nein, Go-Go Girls keine, es ist nur so die Reisegruppe, es sind da 150 japanische Hooligans, ja? Nee, also jetzt und da ist es Tradition, dass anschließend, wenn die Mannschaft verliert, Ziegelsteine zerhackt werden. Sie wollen dann die Ziegelsteine noch zerhacken, wenn die verlieren? Ja, aber nachdem es keine Ziegelsteine gibt, werden es wohl Elektrogeräte werden. Bitte Sie. Guter Mann, das ist alles schön und gut, was Sie mir erzählen, aber... Oder Waschmaschinen, ist auch ein beliebtes Objekt. Sie veräppeln mich bestimmt, oder? Sind wir hier bei... Bei? Willkommen am Freitag, oder? Willkommen am Montag. Willkommen am Montag, ich freue mich. Hier spricht... Der Ö3 Callboy. Prima. Sie sind der Callboy, prima. Der Callboy, ja genau. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an. Wenn Sie heiß begehrte Tickets für ein WM-Spiel haben wollten und wenn man es halt nicht kaufen konnte und auch nicht gewonnen hat, dann haben wir es halt drucken müssen. Der Ö3 Callboy bei der Fußball-WM in Deutschland. FIFA Fußball-WM 2006, Birgit Müller, guten Tag. Hallo, hier ist Alessandro, hallo. Hallo. Bin ich hier in FIFA? Ja. Wie heißt das Stadion in Hamburg? Heißt das AOL Arena? Nein, bei WM heißt es FIFA WM Stadion. Allora, merda! Ah, Problem, ich habe gedruckt auf Ticket AOL Arena. Aha. Haben Sie die Karte direkt von dem Stadionbetreiber bekommen oder von wem haben Sie die Karte? Na, schau Frau, wir haben gedruckt 3000 Tickets und jetzt steht da oben AOL Arena. Sie haben 3000 Karten? Sie, für Italien, Tschechien und wir verkaufen heute billiger. Sie verkaufen die billiger? Viel billiger als ein normales Ticket. Kleinen Moment nochmal. Wir können doch keine Tickets drucken. Kein Problem, wir haben Maschine. Wo steht denn das auf Ihrem Ticket? Was, Sektor oder Preis? Was? Wo steht denn das AOL Arena? Ah, wir haben da ganz klein gedruckt, dieses Stadion. Das ist schön. Auf die Karte. Aber die dürfen das nicht tun. Ja. Wo haben Sie die denn gedruckt? Auf gleiche Maschine, wo wir haben gedruckt für Finale. Das ist illegal, es ist verboten. Ja, deswegen ist Karte billig. Ja, aber... Viel billiger, also... Haben Sie eine Telefonnummer, Alessandro? No Telefon. Oder? Schau, und ich brauche heute Abend Abendkasse im Stadion, wo ich kann verkaufen Tickets. Bekomme ich eine Kasse? Nein, bekommen Sie nicht. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie dürfen keine Tickets verkaufen und schon gar nicht kopierte. Aber das Stadion ist so groß. Das ist richtig, aber jeder Platz gibt's nur einmal. Und wenn Sie was kopieren, dann gibt's die Plätze mehrmals. Ja, darum ist billiger. Das ist illegal, was Sie machen. Sie, aber ist kein Problem. Ich bin Freund von Berlusconi. Ich habe schon einen Käufer, habe ich schon. Das ist mir egal. Und das ist... Der Ö3 Callboy. Hallo, brauchst du Ticket? Billig, 10 Euro. 5 Euro. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an. Die deutsche Elf braucht einen Sieg, um gegen Argentinien ins Halbfinale aufzusteigen. Wenn Sie also ein deutscher Fan sind und ein bisschen Ihre Männer unterstützen wollen, dann sprechen Sie doch eine Glückwunschbotschaft auf das Band, Mensch. Wir übermitteln es dann der Mannschaft. Nur von kostenlos. Haben wir nichts gesagt. Der Ö3 Callboy. Bei der Fußball-WM in Deutschland. Die Mandler, hallo. Frau Mandler? Ja. Ja, grüß Gott. FIFA-WM-Büro München spricht hier. Grüß Gott. Ach Gottchen, grüß Gott. Frau Mandler, herzlich willkommen bei der Aktion Deutschland drückt Cleansea die Daumen.
Ja, und? Ja, das Ganze läuft so ab, wir verbinden sie auf ein Mailbox-System, da können sie dann Jürgen Klinsmanns Truppe Glückwünsche übersenden. Das heißt also, nach dem Piepton muss ich sprechen, oder wie? Ja, genau, ich verbinde sie mal, ja? Sicher. Guten Tag, hier ist die automatische Glückwunsch-Hotline des DFB. Bitte sprechen Sie einige aufbauende Worte an unser Team nach dem Signalton. Hallo Jungs, mein Name ist Hetty. Ich fiebere so mit euch und ich freue mich und ich weiß, ihr macht das. Okay. Vielen Dank. Ihre Botschaft wird unserem Team gegen Argentinien sicher weiterhelfen. Die Glückwunschgebühr von 50 Euro wird Ihnen automatisch abgebucht. Drück damit. Wenn Sie sich beschweren wollen, sprechen Sie nach dem Pfeifton. Ich beschwere mich auf jeden Fall. Alles stornieren. Danke. Ihre Beschwerde kostet weitere 10 Euro. Das finde ich eine ganz unlautere Geschichte. Ja, grüß Gott, da bin ich nochmal. Ja, also das stornieren wir ganz schnell, ne? Ich zahle 50 Euro. Diese 50 Euro? Sie werden das jetzt sofort stornieren. Ich habe keine Lust, darüber mit Ihnen zu diskutieren. Ach, kommen Sie. Keine Diskussion. Aber das Geld kommt dem Nachwuchs zugute. Nee, also machen wir nicht. Ja, aber Sie haben schon das Ganze auf das Band gesprochen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also seien Sie sicher, dass ich da rechtliche Schritte einleiten werde. Ganz egal, ob Sie diesen Spruch geben oder nicht. Ich storniere das. Ja, aber wir spielen es dem Team auch tatsächlich vor. Nein. Kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist eine ganz schmutzige Kampagne. Warum denn? Weil das eine Frechheit ist. Im Nachhinein zu sagen, 50 Euro werden von ihrer Dings abgebucht. Aber wir müssen ja auch an die WM 2010 denken. Interessiert mich nicht. Darf ich bitte Ihren Namen haben? Ja, von mir aus. Ich bin der Ö3 Callboy. So spricht das Hitradio Ö3. Nein. Nee. Ihr Säcke. Das ist euch gelungen, also wirklich. Vorerst mal Sieg für Österreich. Okay, 1-0 für euch. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an. Bruno der Bär. Am 10. Mai 2006 riss Bruno der Bär an der deutsch-österreichischen Grenze erstmals zwei Schafe. Und Sie erinnern sich sicherlich, dann begann die große Jagd. Jeder hat ihm gejagt, die Presse hat ihm gejagt. Die Jäger haben ihm gejagt. Die Naturschützer wollten ihn haben. Und auch der Callboy. Der Ö3 Callboy. Bei der Fußball-WM in Deutschland. Polizei Bad Tölz, Luferseder, grüß Gott. Born ist er. Ja, freilich, schau doch. Hallo? Hallo? Ja, Polizei Bad Tölz, Luferseder. Ja, grüß Gott, Braun spricht hier, grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin da in der Nähe von Bad Tölz im Wald. Und vor mir ist dieser Bär. Wo sind Sie? In der Nähe von Bad Tölz. Vor mir ist dieser Bär. Gingen Sie bloß weg und machen Sie nicht bemerkbar. JJ1, wissen Sie. Wo sind Sie? In welchem Gebiet sind Sie unterwegs? Ich kann es nicht genau sagen. Es ist so... Ja, Sie haben ja von einem Gipfel zum anderen gegangen, oder? Wir haben uns auf die Suche gemacht nach diesem Bären, haben uns als Schafe verkleidet und jetzt haben wir ihn aufgestöbert. Ach du Scheiße. Er ist so 50 Meter vor uns. Ich weiß nicht, was soll man machen? Ja. Hey, Herrn. Ja, ich höre ihn. Hey, Jungs, kommt mal um. Ich muss wissen, wo Sie sind, damit ich die Bärenjäger verständigen kann. Der Bär ist 50 Meter vor denen, ich höre den Brüllen. Wissen Sie, ich habe drei Waffen. Was haben Sie? Sie haben eine Waffe? Ja, eine Bärenfalle oder das Messer. Soll ich ihn mit dem Messer attackieren? Nein, ja, wahnsinnig. Sie können ja mit dem Messer den Bär umgehen. Sie müssen. Ich probiere es mal mit dem Messer. Sie haben nein, nicht. Pfeil und Bogen habe ich auch noch. Moment, ich schieße mal. Vorbei. Das bringt nichts. Noch einmal. Aua, wieder daneben. Nein, das Kind ist auf jeden Fall. Sie müssen doch wissen, auf welcher Hütte Sie waren. Bärenhütte oder was weiß ich, du. Kommen Sie rauf, der Bär kommt immer näher, du. Ach du Scheiße. Teufel, du. Ja, ich weiß ja nicht mal, in welchem Gebiet Sie unterwegs sind, ein guter Mann. Ein paar Kilometer von Bad Tölz. Gib mir Ihre Handynummer, dann machen wir eine Peilung, dann wissen wir, wo Sie stehen. Und dann das dauert alles zu lange. Das dauert überhaupt nicht lange, jetzt gib mir Ihre Nummer. Soll ich mit dem Messer? Nein, das können Sie nicht machen. Sie können nämlich mit dem Messer auf einen Bären losgehen, seien Sie wahnsinnig. Ja, aber ich bin da sehr gut. Nein, das können Sie vergessen. Soll ich mit ihm verhandeln? Sie können doch nicht mit einem Bären reden. Ja, jetzt guck mal, wir sind jetzt rechts. Komm her! Komm! Ah. Oh. Die haben wir nein, nicht. Ah. Oh. Komm, die verarschen mich doch. Der Ö3 Callboy. Hitradio Ö3, grüß Gott. Ich hab... Ja, grüß Gott. Ach, jetzt ist er uns entwischt. Ja, so dumm kann sich niemand anstellen. Lauf davon, Zeigerbär. Rufen Sie ihn nicht an. Er ruft Sie an. Haha, Schurkenfuck! Ah. Sie wissen ja, mit der Vignette ist schon vieles passiert. Ah, ja, ja! aber so ein Unsinn wie der, den Sie jetzt gleich hören werden, wäre nicht einmal dem seligen Vignettenmann eingefallen. Der Ö3 Callboy.
Hallo, Lydia Nenz. Ja, grüß Gott, bin ich da beim Abö? Ja, sind Sie. Ja, grüß Gott, hallo. Ich habe ein Problem mit einer Vignette, ja? Nein, ganz ruhig. Also, es ist jetzt so, wir haben eine Wochenvignette gekauft und wollten die aufkleben. Und wir haben nicht gewusst, wie, wenn wir nicht fahren. Ja. Jetzt hat die eine die Vignette angeschlägt wie eine Briefmarke. Also, bitte. Ja, und jetzt klebt sie fest an der Zunge. Sie, bei einer Kontrolle. Müssen wir jetzt die Zunge hinhalten? Diese Vignette ist ungültig. Ja, wir haben sie gekauft. Ja, aber Sie müssen es picken. Wenn Sie es nicht picken, dann gilt sie nicht. Na super. Na? Es ist ja so, die eine hat jetzt die Vignette oben auf der Zunge picken. Die kriegt es auch nicht mehr runter. Moment einmal, bei der Zunge? Was machen wir jetzt? Na warten Sie, geben Sie mir eine Telefonnummer, da frage ich, was Sie tun wir sollen. Schnell, wir haben in Vignettenschaber da, wir probieren das einmal aus, ja? Nein. Ja, aber schon die Kunde schon nicht mehr auf die Straßen. Ja, warten Sie. Na, nichts da, ich sollte mal probieren. Nein. Ich probiere es einmal mit dem Vignettenschaber. Nein, entschuldigen Sie, hören Sie, im Vignettenschaber ist ein Rasierkling, das ist zu scharf. Warten Sie kurz noch. Ich probier's zuerst einmal mit dem Vignettenschaber. Nein, das ist zu scharf. Doch, nein, ich habe ja keine Zeit mehr, ich muss ja einkaufen ja, gehen. Ja, aber... Warte einmal, komm her einmal. Bitte nicht. Ja. Hey, na, bitte. Nein, Anne, beruhig dich, Anne. Hör sie zu. Können Sie die 2 Minuten warten? Ja. Ich mache mich gleich laut. Wenn ich in Tirol fliegen war, dann hat die Kabinetten braucht bei den Bergstraßen. Ja, na wissen Sie, bleiben Sie. Ich reise jetzt einmal an. Nein, Sie reisen nicht. Er hat mich nach Wien entführt. Ja, Sie geben mir Ihre Telefonnummer. Ja, soll ich nicht einmal anreisen? Nein. Ja, ich kann ja schon nicht weitermachen. Ja. Anne, komm her, ich reise jetzt an. Nein, Sie reisen nicht, sein Nachrichten sind mir ja weh. Ja, ich bitte Sie auch denn. Der Ö3 Callboy. Ja, geht eh ganz gut, ja. Hast recht gehabt. Mein Gott, mich trifft das Loch. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an. Sie erinnern sich doch sicherlich noch an den großen Knatsch mit dem großen Arnie Schwarzenegger. Nach heftiger Kritik aus seiner alten Heimat an seiner Amtsführung hat er kurzerhand den Ehrenring der Stadt Graz zurückgegeben und verboten, dass das Arnold Schwarzenegger Stadion Arnold Schwarzenegger Stadion heißt. Na gut, wenn das so ist, zieh mal gleich ganz andere Seiten auf. Der Ö3 Callboy. Ja? Ja, grüß Gott, bin ich da bei Schwarzenegger Werner? Ja? Ja, grüß Gott, Herr Arnold spricht hier vom Magistrat Graz. Grüß Gott. Grüß Gott. Die Unterlagen sind bereits unterwegs, gell? Welche Unterlagen? Ja, wegen der Namensänderung, Herr Schwarzenegger. Kenne ich mich nicht ganz aus. Ja, Sie haben mir das Ganze mitverfolgt mit dem Arnold Schwarzenegger, dass das Stadion auch umbenannt wird. Ja. Der Arnold Schwarzenegger hat vollkommen recht, was er gemacht hat, das unterstütze ich. Ja. Jetzt ist so, dass nicht nur das Schwarzenegger Stadion umbenannt wird, sondern alles, was in der Steiermark Schwarzenegger heißt. Ich kann meinen Namen nicht ändern, weil ich heiße Schwarzenegger. Ich bin der Werner Schwarzenegger, bitte. Ja, das geht nicht mehr. Was heißt, das geht nicht mehr? Ich bin geboren, Schwarzenegger. Ja, aber Sie denken mich, ich habe meinen Namen und ich ändere meinen Namen nicht, bitte. Aber Sie haben mir ja die Debatte mitverfolgt. Ja gut, aber wenn Sie mir jetzt nicht Huber taufen, oder was? Nein, nicht Huber, Sie heißen ab sofort Werner Rindt. Wo sind wir denn bitte? Benannt nach dem Jochen Rindt. Ich heiße jetzt 49 Jahre Werner Schwarzenegger, geboren am 6.12.1956. Ja, das bleibt eh gleich. Meine Frau heißt Schwarzenegger und meine 2 Kinder heißen Schwarzenegger. Ja, tut mir leid, das Geld für die Stempelmarke mitnehmen, es ist fix, ja? Ihr wollt mich auswackern oder was denn euch bitte? Nein, vom Namen nur her. Ich bleib aber bei deinem Namen und da könnt ihr tun, was ihr wollt. Das ist mir wurscht, was ihr habt. Ich ändere meinen Namen nicht. Ich heiße jetzt 50 Jahre Schwarzenegger. Und wenn ich noch 50 Jahre alt bin, heiße ich es genauso. Da könnt ihr es tun, was ihr wollt. Wie würde Ihnen Vastitsch gefallen, zum Beispiel nach dem Fuß? Haben Sie einen Vogel? Haben Sie will Vastitsch heißen? Ja, das ist eine berühmte Persönlichkeit. Das interessiert doch mich nicht, bitte. Sie kennen mal mit einem Vastitsch, sind Sie ein Kasperl oder was? Ja, oder Kartnick. Ich glaube, ich hab mir den gekauft, den Namen oder was? Ja, oder Klasnik. Sind Sie verrückt, bitte? Mit wem sprich ich denn da überhaupt? Der Ö3 Callboy. War nur ein Scherz von uns. Na, passt ja, okay. Also, Sie dürfen weiterhin Schwarzenegger heißen, gell? Rufen Sie ihn nicht an. Er ruft Sie an.
Sagen Sie, können Sie sich noch an den Herrn Ripfl erinnern? Das war jener Ö3-Hörer aus Tirol, der ein Mahnschreiben für den Kirchenbeitrag erhielt. Und das hat uns auf folgende Idee gebracht. Wir drehen den Spieß einfach mal um. Jeden Sonntag wirft Herr Ripfl bei der Messe Geld in den Klingelbeutel. Und zwar mehr, als die Mahnung ausmacht. Also schuldet die Kirche Herrn Ripfl Geld. Und nicht umgekehrt. Der Ö3 Callboy. Grüß Gott, Herr Kirchenbeitragsstelle, Oberreiger. Ja, grüß Gott, bin ich da bei der Kirchenbeitragsstelle? Ja, bitteschön. Ja, grüß Gott, Ripfl spricht her. Grüß Gott, das ist so, Sie haben mir eine Mahnung geschickt für den Kirchenbeitrag und ich habe jetzt das Geld in den Klingelbeutel am Sonntag bei der Messe hineingegeben. Das hat ja nichts mit dem Kirchenbeitrag jetzt selber zu tun. Ja, wie habt ihr das reingeschmissen dort? Ja. Das geht euch nicht, Herr Ripfl. Seien Sie mir nicht böse, Sie kriegen die Vorschreibung von Kirchenbeitrag und schmeißen es in Klingelbeutel ein, wenn Sie mit dem Fahrer bitte, gell? Wir begrüßen Sie sehr herzlich bei der Diözese Innsbruck. Grüß Gott, der Kirchenbeitragsservice Astrid Dablander. Ja, grüße Gott, bitte wollen Sie mir den Betrag von 31,94 € in den nächsten 14 Tagen überweisen würden. Bitte welchen Betrag? 31,94 €, sonst gibt's eine Mahnung. Jetzt komme ich nicht ganz mit. Warum soll mir Ihnen einen Beitrag überweisen? Schauen Sie, ich habe meinen Kirchenbeitrag am Sonntag bei der Messe in den Klingelbeutel gegeben. Ja, das und zwar habe ich gerade kein Geld gehabt, dann habe ich 200 € reingelegt und offen wären eigentlich nur noch 169. Jetzt ist, nutzt Ihnen gar nichts. Warum das nicht? Das ist ganz was anderes. Das Kirchenbeitrag müssen Sie an uns überweisen, wo Sie einen Klingelbeutel reingeben. Das ist eine freiwillige Sache. Ja, aber habe ich eingegeben? Ja. Wie gesagt, da braucht man nicht diskutieren, das können Sie uns nie nachweisen, das kann gut sein, weiß ich nicht. Jedenfalls wird denen sicher nichts überweisen, rücküberweisen, wo Sie ein Klingelbeutel einig machen. Ja, wir haben das einig. Nein, da braucht man nicht, das kann jeder sagen, er hat 500 € in Klingelbeutel einig geworfen. Nein, also, jetzt ganz viel Blöd dürfen Sie uns auch nicht verkaufen, da müssen Sie sich jemand anderen suchen, der Ihnen die Story glaubt. Gell? Aber das ist so, gell? Ja, das kann sein, aber wie gesagt, von denen haben wir nichts. Gell? Wissen Sie, wer der Pfarrer war? Nein, das weiß ich nicht, das müssen Sie wissen. Ich weiß. Der Ö3 Callboy. Mama mia. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hab Chef, der gehört, ich habe immer gedacht, hoffentlich nicht ich, gell? Oh Gott, oh Gott. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an. Stellen Sie sich vor, Mausi Lugner hat in einem Ö3-Interview erzählt, dass sie nochmal schwanger werden möchte von ihrem Ehemann, von Richard Lugner. Könnte ein kleines Problem geben, er ist ja nicht mehr der Allerjüngste. Eben, das frage ich mich auch. Kann der Ritschi überhaupt noch? Der Ö3 Callboy. Lugner? Herzlich Hallo? Willkommen bei Universitätsprofessor Dr. Dr. Tröpfler, Ihr Hormonspezialist. Sie werden in Kürze weiterverbunden. Tröpfler. Grüß Gott, Lugner, Herr Doktor. Grüß Gott, es ist mir eine große Ehre, mit Ihnen zu telefonieren, Herr Lugner. Bitte sehr, um was geht's? Ja, es ist so, wir haben erfahren, dass Sie eventuell noch ein Kind mit Ihrer Frau Christine Lugner zeugen möchten. Naja, ich will das nicht, meine Frau will das. Verstehe. Aber für den Fall der Fälle, dass Sie sich anders entscheiden, es ist so, ich bin Hormonspezialist der Prominenz. Ja. Zu meinen Kunden gehören Karel Gott, der hat vor einem halben Jahr noch ein Kind gezeugt. Franz Beckenbauer, ohne uns hätte er nicht so viele Kinder. Ja. Es wäre eine Hormontherapie. Für den Mann oder für die Frau? Für den Mann. Für mich, ja, aber ich glaube, bei mir funktioniert eh alles. Ja, das ist schön zu hören, nicht? Aber es ist so, bei uns ist jeder Schuss ein Treffer, da gehen Sie auf Nummer sicher. Ich bin Fan. Nein, ich merke mir es vor, aber momentan denke ich nicht dran, muss ich auch sagen. Aber es kann sich ändern, meine Meinung. Sehr gut, Herr Lugner, da geben wir Ihnen gleich eine doppelte Hormonspritze, dann passt das. Naja, ich funktioniere eh, ich habe überhaupt kein Problem. Ja, aber glauben Sie mir, sicher ist sicher. Ich muss dazu sagen, das Ganze hat natürlich auch einen kleinen Beigeschmack, und zwar die Freude währt nach der Hormonspritze nicht ein paar Stunden, sondern ein paar Tage. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das will, das muss ich erst mit mir selber ausmachen. Und ich merke mir das vor. Aber Sie schreiben mir ein paar Zeilen, Sie brauchen nur schreiben. Ich schreibe kurz, es ist Hormonbehandlung, jeder Schuss ein Treffer. Gut, so schreiben Sie es hinein, passt. Wollen Sie eher Bub oder Mädchen? Auch das können wir beeinflussen. Ja, aber ja, eher Mädchen, aber bei Buben habe ich eh zwei große. Ein Mädchen, sehr gut. Haarfarbe? Ja, wissen Sie, wer diese Therapie vornehmen wird? Nein. Der Ö3 Callboy. Gute
bitte, gut. Jetzt sind Sie nicht so grantig, ist ja nicht das erste Mal. Ja, immer bin ich grantig beim Callboy. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an. Oh yeah, war das eine Aufregung heuer. George W. Bush war im Juni mit der Air Force One in Vienna. Die ganze Wiener Innenstadt wurde gesperrt, sogar Geschäfte mussten tagelang geschlossen bleiben. Ein ungeheurer Aufwand, können Sie sich vorstellen. Das größte Problem war allerdings die Unterkunft des Präsidenten. Der Ö3 Callboy. Hallo? Ja, grüß Gott, Frau Kagel. Ja? Grüß Gott, das Innere Ministerium für äußere Staatsgäste spricht hier. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ah, können wir kurz ungestört miteinander reden? Ja, Sie können reden. Wunderbar. Um was geht's überhaupt? Ja, es ist so, Sie haben es ja mitbekommen, George W. Bush kommt nach Österreich. Na und? Offiziell wird er im Intercontinental untergebracht. Ja, mir ist das wurscht, wo er untergebracht ist. Nein, das ist Ihnen nicht wurscht, weil inoffiziell wird er nämlich privat untergebracht. Ja, aber George W. Bush wird in den nächsten 2 Tagen bei Ihnen wohnen. Bei mir? Genau. Ich habe eine kleine Wohnung. Das macht nichts. Nein, nix. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das geht nicht. Das kommt nicht in Frage. Warum nicht? Ich habe nur Zimmer, Küche und ein Kabinett. Ja, das passt. Ein Kabinett hat er zwar selber auch, aber... Ich habe gar kein Bett frei. Aber wir kommen einmal vorbei bei Ihnen, ja? Wann wollen Sie vorbeikommen? Morgen mit dem Herrn Bush. Das kommt nicht in Frage. Er ist im Prinzip ist er ganz ein natürlicher Bursch. Er das liebt ist nur. Mir wurscht. Ich will ihm nicht. Ich hab mit ihm nichts zu tun. Er will in Wahrheit nur zum Frühstück Ham and Eggs. Nein, das kann er sich selber machen oder soll ihm seine Frau machen. Ich nicht. Sie wurden ja schon vom CIA auf diesen Staatsbesuch hin seit 20 Jahren beobachtet. Wer? Ich wurde beobachtet? Genau, und Sie gelten als sehr unauffällig. Nehmen Sie wem anderen. Und der Herr George W. Bush würde sich in Ihrer Wohnung sehr wohlfühlen. Nein, Sie haben meine Wohnung ja nicht gesehen. Sie kennen ja gar nicht. Sie glauben, ich habe eine große Wohnung. Auch wenn es der Herr W. Bush ist, das ist mir wurscht. Naja, es ist schon fix, Frau Kagel. Nein, das geht der Herr nicht. Bush hat sich die Wohnung ausgesucht. Der kann sich nicht ausgesucht. Das ist doch ein Blödsinn, Herr. Wir haben ja Infrarot. Aber das ist mir wurscht, ob Sie Infrarot haben oder gelb oder schwarz. Das ist mir egal. Das ist ein Blödsinn, was Sie mir da erzählen. Also Sie nehmen George Bush nicht auf? Nein. Und den Ö3 Callboy? Nein, auch nicht. Ja. Der Ö3 Callboy. Frau Kagel, grüß Gott, Hitradio Ö3 hier. Na, also so. Also wenn ich das meinem Sohn sage. Der George W. Bush kommt natürlich nicht zu Ihnen. Genau. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an. Niki Lauda ist, wer hätte das gedacht, ein großer Fan von Xavier Naidoo. Und jetzt stellen Sie sich vor, ist wirklich passiert. Der Niki wollte zu seinem Geburtstag unbedingt Karten für das Konzert von Xaver in der ausverkauften Wiener Stadthalle. Hat aber selbst als Super-Promi keine bekommen. Es gibt's nicht. Doch, gibt's. Alles gibt's. Der Ö3 Callboy hat das natürlich mitbekommen. Und Dani, kannst du das vorstellen? Er hat ihn eingeladen. Aber nicht bedingungslos. Der Ö3 Callboy. Ja. Ja, hallo, Lauda. Ja. Management Xavier Naidoo, grüß Gott. Oh, ja, sehr gut, grüß Gott. Sie sind ja ein großer Fan von ihm. Jawohl, das ist richtig. Und jetzt wollen Sie unbedingt Karten fürs Wien-Konzert, ist aber ausverkauft. Mhm. Herr Lauda, wir würden Sie gerne einladen. Ja, das ist ja nett. Allerdings gibt es da eine kleine Bedingung. Xavier macht das nur, wenn Sie mit ihm auf der Bühne ein Duett singen. Das ist vollkommen sinnlos. Warum? Weil ich nicht singen kann. Können Sie nicht singen? Gar nicht, null. Ja, dann gibt es keine Karten, nicht? Ja, dann singen wir halt. Sehr gut. Herr Lauda, was ist denn Ihr Lieblingssong von Xavier? Ich kenne nichts. Wie war's? Sie kennen nichts? Ich habe gedacht, Sie sind ein Fan. Ja, natürlich bin ich ein Fan. Ich kenne nichts. Ja, verstehe schon. Okay, ja. Dieses Lied würde er gerne mit Ihnen singen. Ich gebe Ihnen mal den Vokaltrainer von Xavier. Ja, Moment. Management Xavier Naidoo und Söhne Mannheims. Bitte warten. Ja, hallo, hier ist der Vocal Coach von Xavier. Herr Lauda? Ja. Okay, Herr Lauda, also ich mache das jetzt so, ich singe Ich kenne nichts und Sie setzen sich drauf, dass so schön ist wie du, okay? Jawohl. Ich kenne nichts, ich kenne nichts. Das so schön ist wie du. Okay, einmal vielleicht noch, okay? Probieren. Ich kenne nichts, ich kenne nichts.
das so schön ist wie du. Ja, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar, das bringt ja überhaupt nichts. Ich verbinde sie wieder zurück zum Kollegen. Management Xavier Naidoo und Söhne Mannheims. Bitte warten. Und Herr Lauder, hat's funktioniert? Hat nicht funktioniert. Warum nicht? Weil ich nicht singen kann. Karten bleiben bei uns, wir schicken Ihnen eine CD zu. Das finde ich sehr toll. Aber ich habe schon alle. Ja, die vom Xavier, aber nicht die vom Callboy. Level 3 Callboy. Alles Gute zum Geburtstag. Gut gemacht, aber ich habe mir schon gedacht, dass das in diese Richtung gehen muss. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an. Vom 11. bis zum 13. Mai, Sie erinnern sich, war in Wien Lateinamerika-Gipfel. Die Sicherheitsvorkehrungen waren hoch, schließlich kam auch der mexikanische Präsident Vicente Fox nach Wien. Ja, ja, Sicherheitsvorkehrungen hoch und so weiter, versteht man alles, aber deshalb gleich Hausarrest? Der Ö3 Callboy. Ja, grüße Gott, CSS Simmering, grüß Gott. Ja, Moment, ich gebe ihm meinen Mann. Ernte, komm. Brunett? Ja, grüße Gott, CSS Simmering. Ja? Haben Sie genug eingekauft? Haben Sie sich eingedeckt? Für was? An Lebensmitteln. Es geht um die Sicherheit beim Lateinamerika-Gipfel. Da dürfen Sie die nächsten 5 Tage jetzt nicht das Haus verlassen, bitte. Na, das ist unmöglich. Ja, das ist so, gell? Ab wann? Ob jetzt, und es kann sein, dass es verlängert wird auf 20 Tage. Ja, sagen Sie einmal, wer kommt denn da? Ist das vielleicht wegen dem Busch da? Nein, es war halt wegen einem mexikanischen Oberhaupt, wegen einem Vicente Fox. Nein, das gibt's ja gar nicht. Es ist so, ja, wir haben, bitte, das ist streng geheim, den Vicente Fox gegenüber in einer Wohnung bei Ihnen da untergebracht und... Genau, und da haben wir Hausarrest? Genau, der Vicente Fox wünscht sich das. Wir sind auch nicht, was weiß ich, in Sing Sing oder was. Das war noch nie da, dass man ein Hausarrest kriegt. Ja, Moment. Ich höre gerade, das sind 25 Tage, gell? Was? Das gibt's ja gar nicht. 25 Tage Hausarrest. Ja, wo gibt's sowas? Ja, wissen Sie, dann sind der Vicente und die anderen sicher. Die sind sicher. Also, und umsperren Sie ein. Und was bekommen wir dafür? Gut, dass Sie mich fragen. Das ist was ganz Besonderes. Und zwar eine lateinamerikanische Flagge. Die sollen Sie dann bitte beim Fenster raushängen. Haben Sie Mexiko, Venezuela, Brasilien, haben Sie so Flaggen zu Hause? Nein, überhaupt nicht. Wir haben überhaupt keine Flaggen. Ja, dann kriegen Sie die Flaggen zugeschickt, weil Sie dürfen ja nicht aus dem Haus. Nein. Und bevor ich es vergiss, Sie müssen Latein lernen. Ja? Sie müssen zumindest was bestellen können. Nein, also das schauen wir aber an. Also wer macht das und wer ordnet das an? Der Ö3 Callboy. Der Ö3 Callboy, grüß Gott. Ach so, na ja, gut. Und liebe Grüße von Vicente Fox. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an. Müssen Sie sich vorstellen, eine Werner Hausmeisterin, so fleißig, dass in 0,x die ganze Straße freigeräumt gehabt hat vom Schnee. Naja, da hat sie ja noch Kapazitäten frei. Und schon klingelt das Telefon. Wie ist das, Marian Josef? Der Ö3 Callboy. Hallo? Ja, grüß Gott, Frau Tauchner? Ja. Grüß Gott, Winter spricht hier, österreichischer Hausbesorgerverband. Grüß Gott. Grüß dich. Sie sind Hausbesorgerin in Wien, gell? Ja. Ich wollte nur mal nachfragen, wie geht's denn mit dem Schnee? Ja, nein, 2 Stunden bin ich gefahren draußen. Ich hab mehr als genug zum Tun. Jetzt schaut's aber ganz gut aus wieder, gell? Ja. Das heißt, Sie haben Zeit. Es ist nämlich so, Sie sind auch für weitere Straßen zugeteilt worden. Bitte? Na, hören Sie, was soll ich noch machen? Jetzt will ich aber sagen, ich fahre um jetzt an der Frau Weisel, da habe ich auch meinen Rion. Wo ist das? Wo ist das? 2,5 Kilometer, dann habe ich 2 Stunden mit meiner Schneefräsen gebraucht. Ja, tut uns trotzdem leid, Sie wurden bei anderen Straßen bereits zum Schneeschaufeln eingeteilt. Na bitte, sagen Sie mir mal. Das wäre der Franzosenhausweg. Wo ist denn das bitte? Schillerstraße und Freistädterstraße. Wo ist das? In Linz. Bitte? In Linz wäre das. Ich bin in der Marelligassen zu Hause. In Wien, genau. Deswegen holt sie morgen in der Früh ein Bus ab. Wie bitte? Um 6 Uhr in der Früh ist er vor ihrer Haustür. Wie stehen Sie in der Früh, dass ich um 6 Uhr wegfahre? Genau, da sind schon 6 Hausbesorger drinnen. Sie sind die 7. und dann geht's ab nach Linz. Nein, das geht nicht, nein. Ja, das ist schon fix, gell? Na, wer sagt denn das? Das sagen schon wir.
Jetzt machen Sie einen Punkt, Herrn. Jetzt sind Sie mir nicht besser. Übrigens, wenn Sie in Linz mit dem Schneeschaufeln fertig sind, würde es dann mit dem Bus weitergehen ins Bad Snauntal. Na, hören Sie jetzt ein bisschen halt. Ischgl oder Galtür, das wissen wir noch nicht. Bitte? Gut, nur dass ich gesagt habe, für die Verpflegung müssen Sie selber aufkommen. Nein. So geht das nicht. Ich kann das nicht von heute auf morgen so, ich soll jetzt quasi die Kinder allein fahren fort. Mhm, dann müssen Sie die Kinder mitnehmen. Der Kleine ist 2 Jahre alt, bitte. Naja, dann passt halt der Ö3 Kolber auf ihn auf. Naja, der hätte auch Freude mit dem Kleinen. Der Ö3 Kolber. Ja, Frau Tauchner, Hitradio Ö3 hier. Ja? Der Kolber, kennen Sie mich? Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an. Alle Jahre wieder berichten wir auf Ö3 von der berühmt-berüchtigten Tausendfüßler-Plage von Rönz im schönen Vorarlberg. Wobei ich überhaupt nicht verstehe, was da das große Drama sein soll. Der Ö3 Callboy hätte das Problem ja schon längst gelöst. Einfach alle impfen. Der Ö3 Callboy. Ja, grüße Gott, da ist die In Natura. Spreche ich mit dem Herrn Bürgermeister von Rönz? Ja, genau. Wunderbar. Wie schaut's denn mit der Tausendfüßlerplage aus? Jeden Morgen eine Kehrschaufel voll. 1 bis 2 Kehrschaufeln. Aha, schauen Sie, wir befürchten, dass heuer erstmals Weibchen unter den Tausendfüßlern sind und die sind gefährlich, gell? Aha. Die sprühen nämlich, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen, eine Flüssigkeit aus, da wird da schlecht. Aha. Deswegen unsere Bitte, Herr Bürgermeister, schauen Sie nach, ob es sich bei den Tausendfüßlern um Weibchen oder Männchen handelt. Wie heißt sich das? Die Weibchen haben 999 Füße und die Männchen nur 992. Und ich soll das zählen, oder was? Ja genau, die Füße der Tausendfüßler zählen. Sagen Sie mir mal bitte, es tut mir leid, aber wie soll ich das denn machen? Wie soll ich da zählen? Ja, einfangen, mit einer Lupe genau anschauen und abzählen. Ach du meine Güte, das muss man ja mit Pinzette wahrscheinlich machen. Nein, das mengs nicht, nur mit der bloßen Hand bitte. Ich nehme die Viecher nicht in die Hand. Ja, nur zum Zählen. Nein, ich werde sicher keinen zählen, also bitte. Das aber es geht um die Sicherheit Ihrer Bürger, die werden von weiblichen Tausendfüßlern bedroht. Ja, ich kann das machen, also ich werde mal mit den Betroffenen reden, ob die da irgendwas einsammeln können und dann... Dann schauen wir weiter. Bevor ich es vergiss. Haben Sie die Order erteilt, dass niemand mehr ins Freie darf? Haben Sie diese Order erteilt? Nein, überhaupt nicht. Wieso das denn bitte? Es gibt einen natürlichen Feind des Tausendfüßlers. Ja. Und den mussten wir freisetzen in Rönz. Wer ist das? Das ist die Kobra. Grüß Gott beim Callboy. Dachte ich mir doch. Alles klar. Rufen Sie ihn nicht an. Er ruft Sie an. Mensch, da kommt doch ein deutscher Touri in Obertauern ins Hotel Edelweiß. Und er hat alles mit dabei. Neue Ski, die lange Unterwäsche. Eine Wochenkarte hat er sich gekauft, aber er hat ein Problem. Die Pistenregeln hat er nicht gelernt. Tja, Mann, ein Fall für die Pistenpolizei. Der Ö3 Callboy. Bellmann. Grüß Gott, hier spricht der Richter von der Skiaufsichtsbehörde Salzburg. Grüß Gott. Grüß Gott. Bin ich da auf Zimmer 124 im Hotel Edelweiß in Obertauern? Ja. Wir machen verpflichtende Prüfungen für Touristen in Sachen Pistenregelkenntnis. Und jetzt wurden Sie zufällig ausgewählt? Ja, okay. Woher kommen Sie? Aus Deutschland, Sachsen. Die Fragen bitte. Da bitte, für die Deutschen, die Schweren. Aha. Erste Frage. Ja. Welche Pisten gibt's denn überhaupt? Blau, rot und schwarz. Gut, wie schnell darf man auf der grünen Piste fahren? 30 Kilometer pro Stunde. Falsch. Auf der roten? 50. Falsch, rot ist 60. Auf der schwarzen? Schwarz 90. Nein, schwarz ist 70. Der ist aber eigentlich. Wie soll ich denn das messen? Die Fragen stelle ich, ja? Das war nichts, Herr Bellmann. Da gibt's Konsequenzen. War normal Ski, ich hatte nie einen Unfall. Ja, ich fahre in Kanada Ski. Sie sind ja. Ich hab niemand geschädigt, ich habe niemand was getan. Also irgendwo hört's auf. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Sie bekommen noch eine Chance, Herr Bellmann. Mindestprofiltiefe bei Skischuhen. Ja.
30 mm. Das ist auch falsch, Herr Bellmann. Wenn Sie bitte unverzüglich Ihren Liftpass bei der Hotelrezeption abgeben. Danke. Nein. Ich fahre heute noch Ski, ich habe meinen Liftpass bezahlt. Also. Bitte sofort abgeben und... Also, wissen was, irgendwo mache ich den Zirkus nicht mit, Kollege. Also irgendwo sehe ich da mich irgendwie meine Freiheitsrechte beraubt, den Skipass wegnehmen. Also wissen was, irgendwo hört es ein bisschen auf hier. Ich fahre schon 30 Jahre Ski und jetzt... Sie fahren 30 Jahre Ski und kennen die Pistenregeln nicht? Bis jetzt kannte ich sie. Ja, sind Sie mit dem Auto da? Ja. Wir arbeiten nämlich eng mit Flensburg zusammen und die Pistenregeln sind ident mit den Regeln der Straßenverkehrsordnung. Sie geben bitte, und da geht's nur um Ihre Sicherheit, auch den Führerschein an der Hotelrezeption ab. So, jetzt geht's los. Ich rufe jetzt gleich auf meinen Rechtsanwalt in Dresden an, was der dazu sagt, und dann machen wir weiter. Das wollen wir nicht. Der Ö3 Callboy. Herr Bellmann, Hitradio Ö3 hier. Frechheit. Rufen Sie ihn nicht an. Er ruft Sie an. War das eine Show, die Rolling Stones, am 20.06. in Wien. Die Frage davor war nur, hält Keith Richards das durch? Der Mann ist schließlich heuer sogar von der Kokospalme gefallen. Nur zur Sicherheit haben wir vor dem Konzert für einen Ersatz gesucht, falls was passiert. Wo? Im Altersheim. Der Ö3 Callboy. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Stein hier vom Rolling Stones Management. Die Chefin bitte. Ist das jetzt ein Scherz? Warum? Naja, ich meine, Sie sind im Seniorenheim. Ja, es geht um den Keith Richards. Mhm. Wir suchen ganz dringend für den Fall, dass Keith Richards heute nicht durchhält, einen Ersatz. Gibt's da in Ihrem Altersheim jemanden, der ihm ähnlich schaut? Nein, weniger. Wir brauchen aber jemanden. Ja, wir haben keinen, der einen Cliff Richards imitieren kann. Nein, er muss ihn nicht imitieren. Moment, ich gebe Ihnen die Station. Ja. Schwester Dragitzer, bitte. Grüß Gott, Stein vom Rolling Stones Management. Ja? Wir suchen einen Ersatz für Keith Richards, falls er heute nicht durchhält. Gibt es da in Ihrem Altersheim jemanden, der ihm ähnlich schaut? In keinem Fall. Also solche gibt es nicht viele, ich glaube. Und so ähnlich wie er haben wir nicht im Haus. Im ganzen Altersheim nicht? Sieht keiner aus wie Keith Richards? Schauen Sie, wir haben 90-Jährige da und 95-Jährige. Super. Er ist zwar knapp über 60, aber schaut aus wie ein 95-Jähriger. Na, das ist was anderes. Herr Bauer schaut... Herr Bauer? Ja, ähnlich wie Herr Keith Richards. Wie alt ist Herr Bauer? 90. Perfekt, wir würden ihn auf die Bühne stellen, er bekommt eine Gitarre umgehängt und er müsste nur mit dem Kopf wippen. Ja. Und Englisch... Und Gage kriegt von der Kate Richard, oder? Ja, genau. Okay. Englisch muss er auch nicht viel können, nur die Wörter Start Me Up und Fuck. Na, es ist erst sowieso kurzfristig. Ja, wir würden Herrn Bauer heute um 15 Uhr abholen und dann um 16 Uhr eine Probe machen. Ja. Gut. Und wissen Sie, wer mit ihm probt? Na. Der Ö3 Callboy. Ich freue mich. Callboy von Ö3 ist am Telefon. Hi. Alle freuen Sie sich. Hier Richards im Haus. Rufen Sie ihn nicht an. Er ruft Sie an. Robert? Weißt du eigentlich, was Tokyo Hotel ist? Jau! Der Jau diesmal ist Kindergärtner. Ah ja, und er weiß auch nicht, was Tokyo Hotel ist. Der Ö3 Callboy. Ja, grüß Gott, Leitner spricht hier. Grüß Gott. Ich bin Kindergärtner und meine Kinder sind so große Fans von Tokyo Hotel, ja? Ja, ist schon gut. Hallo, beruhigt euch. So, hallo? Ja? Sind große Fans und jetzt hätte ich gerne 10 Doppelzimmer für Tokyo Hotel. Hallo! Das gibt's ja nicht. Wo wollen Sie Doppelzimmer? Ja, für Tokyo Hotel. Jetzt ist aber eine Ruhe da hinten. Ja, rufen Sie mal bei der Stadthalle an unter 98.100. In der Stadthalle, guten Tag. Ich bräuchte 10 Doppelzimmer für Tokyo Hotel. Wenn Sie Informationen wollen, rufen Sie bitte die Jugendhotline. Die nächste Jugendinfo, hallo. Grüß Gott, ich bin Kindergärtner. Und ja. Jetzt ist so, meine Kinder hier, die sind alles große Fans von Tokyo Hotel. Ja. Hallo!
Das gibt's ja nicht. Da kriegen wir die Karten, aber wir wissen noch nicht wann. Ich bräuchte da 10 Doppelzimmer fürs Tokyo Hotel, bitte. Wenn ihr nicht aufhört, gibt's kein Doppelzimmer. Sie sind in der Jugendinfo. Wir haben keine Zimmer zu vergeben und... Aber die kommen doch, diese Herberge aus Asien. Tokyo Hotel! Ja, für ein Tokyo Hotel werden sie aber keine 10 Doppelzimmer kriegen, weil das eine Band ist und kein Hotel. Die heißt nur Tokyo Hotel. Das ist kein Hotel. Nein, das ist kein Hotel. Ach so. Ja. Also, liebe Kindergartenkinder, es gibt kein Tokyo Hotel. Na, Gott sei Dank. Der Ö3 Callboy. Rufen Sie ihn nicht an. Er ruft Sie an. So, und jetzt gibt's eine absolute Premiere. Diesen Callboy haben Sie mit Sicherheit noch nie gehört, im Ö3-Wecker. Er ist nämlich niemals on air gegangen und das hat einen guten Grund. Das ist der erste Versuch des Ö3-Callboy, einen Hausbesorger zum zusätzlichen Schneeschaufeln zu verdonnern. Und der Hausbesorger war leicht unpässlich. Ja, auf erst. Er war voll fett. Der Ö3-Callboy. Ja, was ist? Hallo? Was denn? Ja, grüß Gott, bin ich da beim Hausmeister? Wir sind doch keine Hausmeisterin. Wir sind doch keine Hausmeisterin. Bitte? Wir sind doch Fleischerin. Wir sind doch keine Hausmeisterin. Hier ist Winter vom österreichischen... Was denn? Bitte? Was jetzt? Hier ist Winter vom österreichischen Hausmeisterverband. Ja, und was willst du? Ja, es wäre halt Folgendes, und zwar, wie schaut's denn aus mit dem Schnee? Ist der weggeschaufelt worden schon in der Straße? Der hat sich oben schon alle weggeschaufelt. Den brauch ich nicht, ich brauch keinen Schnee mehr. Ja. Ich hab nur Schnee gehabt bis jetzt. Haben Sie den Schnee weggeschaufelt? Das war dem weh. Wieso soll ich dir einen Schnee wegschaufeln? Sie sind der Hausmeister. Ich bin nicht der Hausmeister, das habe ich dir schon gesagt. Was willst du jetzt von mir? Na, es wäre Folgendes, und zwar, aufgrund Was? Des vielen Schneefalls sind Sie jetzt auch für andere Straßen eingeteilt ich worden. Ich bin kein Hausmeister. Und jetzt lass mich in Ruhe da oben zuzulassen. Nein. Ich bin kein Hausmeister. Was willst du denn jetzt? Sie sind auch... Was machst du denn so blöd die ganze Zeit? Lass mich da nicht pflanzen erst. Verzupf dich, du Rubenzutzler, du Grauslicher. Ich hab eine Freizeit jetzt. Gut, da rufen wir gleich noch einmal an. Erich? Ja, grüß Gott, da bin ich noch einmal von der Hausmeister... Ja, was willst du denn jetzt noch einmal? Na, wegen dem Schneeschaufeln. Es ist so, man würde sie einteilen... Ich benötige mich dauernd wegen dem Schneeschaufeln. Schau, was ich da erzählt habe. Was ist jetzt so? Na, du willst mal ruhig sie sollten sie... Na, schauen Sie, Sie sind für ein paar Straßen zusätzlich eingeteilt worden zum Schneeschaufeln, weil es ist so, es liegt Unmengen Schnee herum und Sie sollen... Ja, dann schaufelt sie weg. Aber lass mich in Ruhe. Ja, wir brauchen sie. Sie werden abgeholt. Schaufelt sie weg, aber lass mich in Ruhe. Wir holen sie auch morgen ab. Was? Wo denn? Was denn? Wir holen sie morgen zu Hause bei Ihnen ab. Ist ein Bus mit einigen Haus... Ich hab gesagt, dass ich Fleischerei hab. Du brauchst mich überhaupt nicht abholen. Du sagst, dass ich Fleischerei hab. Ich brauch da nicht den Dreck wegputzen. Du sollst aber im Mann, dass wir mal die Hundescheiße wegputzen. Was brauche ich mit Schnee? Da mein Schnee zu fahren weg. Wieso sollte die anderen? Ja. Das da bin ich nicht ich zuständig. Das sollte. Ruf dich andere Hausmeister an, aber lass mich in Ruhe, ja? Ja? Ja, grüß Gott. Bist du nicht schon na, wieder? Na, Was ist jetzt da? Ganz kurz, ich wollte sie nur aufklären, ja, das war ein bisschen ein Scherzerl, da ist das Hitradio Ö3. Ja, das ist mir ja. Wurscht. Nein, Sie brauchen nicht Schneeschaufeln kommen, ja? Warum rufst du mich da an? Warum rufst du mich da an? Das war ein Scherz. Ich hab da meine Freien da, ja? Ich brauch mir den Dreck nicht geben. Nein, es war nur ein Scherz. Ja,
Wenn du vom Radio bist, dann gehen wir mit zum Beschweren. Ja. Dann gehen wir mit zum Beschweren am Königlberg auf, das sage ich dir. Weil ich gehe nicht für euch nur schnell schaufeln. Ja. Tut es gescheit doch einmal euch einen Hundescheißdreck weg. Aber lasst mich in Ruhe. Weil ich will jetzt mehr Ruhe. Ja. Adieu. Okay, danke. Der Ö3 Callboy. Rufen Sie ihn nicht an. Er ruft Sie an.